Die Lage ist sehr angespannt in Südosteuropa. Sie haben es vielleicht eben gehört. Auch wir beschäftigen uns mit diesen Unwettern. Und damit herzlich willkommen zu Brisant an diesem Donnerstag. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Auswirkungen der heftigen Unwetter in Südosteuropa, sie werden immer deutlicher. Rekordniederschläge haben in Bulgarien, der Türkei und Zentralgriechenland mindestens 14 Menschenleben gefordert und es werden noch viele Menschen vermisst. Tausende Feuerwehreinsätze, gekappte Stromverbindungen, zerstörte Häuser, wichtige Verkehrsverbindungen sind unpassierbar. Besonders in Griechenland ist die Lage katastrophal. Und unsere Korrespondentin Anja Miller ist im griechischen Krisengebiet unterwegs. Anja, ich grüße dich. Wo bist du denn genau und wie erlebst du denn die Situation bei dir vor Ort? Dann vielen Dank für die Infos. Dankeschön. Nächstes Thema. Was muss das für ein Gefühl für Eltern sein, wenn man seinem Kind helfen will und auch könnte, aber eben keine Unterstützung bekommt. In etwa so könnte man die Geschichte von Matteo beschreiben. Matteo ist 3 Jahre alt und leidet an einer sehr seltenen, meist tödlich verlaufenden Krankheit. Er baut körperlich immer weiter ab und das sehr, sehr schnell. Es geht um Zeit, um kostbare Zeit für den Jungen und seine Familie auch. Ein sehr teures Medikament schlägt offenbar an, das will die Krankenkasse aber nicht bezahlen. Und wir werden diese Geschichte weiter für Sie verfolgen. Jetzt zu ihm. Da hat er ziemlich gut lachen, der Bushido, auch wenn man es hier nicht so sehr sieht. Seit Jahren ein Gerichtstermin nach dem anderen. Das hat an seine Nerven und denen seiner Frau gezerrt. Und wie? Und jetzt das. Es wird teuer für Arafat Abu-Chaker. Der Clanchef muss Bushido mehr als 2 Millionen Euro zurückzahlen. Das Landgericht Berlin sieht es als erwiesen an, dass Abu-Chaker eben nicht der Manager des Rappers war. Damit fällt ein Riesenstein von Bushidos Herzen. Er selbst kann es kaum fassen. Hoffentlich reden wir über Drogenkonsum jetzt, im Speziellen in Mecklenburg-Vorpommern. Erst im Juni war ja eine 13-Jährige in Altentreptow nach der Einnahme der Ecstasy-Pille Lou Pennischer gestorben. 2 weitere Mädchen aus der Region schwebten damals in Lebensgefahr und mussten tagelang im Krankenhaus behandelt werden. Und nicht erst seitdem stellt sich die Frage nach dem Ausmaß des Konsums harter Drogen in Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist offenbar höher als gedacht. Sehr deutlich zeigt sich das im Abwasser. Es ist ein sehr beeindruckender und noch dazu sehr seltener Fund, den die Besatzung eines Schiffs in der Nordsee gemacht hat. Eine riesige, leider tote Lederschildkröte. Allein der Panzer misst rund 1,70 Meter. Jetzt ist das tote Tier nach Büsum gebracht worden. Ja, wer hier mitbieten wollte, der musste extrem tief ins Portemonnaie greifen sozusagen. Millionensummen wechselten gestern den Besitzer bei der Freddie Mercury Auktion. Exklusivität hat eben ihren Preis. Unter den Hammern kamen ganz persönliche Dinge des früheren Queen-Frontmanns, ein Klavier zum Beispiel, Notizzettel, sogar eine Tür. Und dass so viel Geld zusammenkam, ja, wird am Ende einen Freund von Freddie Mercury freuen, nämlich Elton John. So, schon die Familiengeschichte von Justus von Donani ist ziemlich beeindruckend, kann man sagen. Sein Vater ist der Dirigent Christoph von Donani. Sein Opa war der Widerstandskämpfer Hans von Donani und sein Urgroßpapa, der Komponist Ernst von Donani. Ja, und er, Justus, ist einer der vielseitigsten Schauspieler Deutschlands, der auch in internationalen Produktionen sehr glänzt. Und jetzt stand für ihn ein ganz besonderer Termin an, bei dem wir natürlich mit dabei sein wollten. Jetzt sagen wir Hut ab vor so viel Können, Stimme und Liebe zur Musik. Und bei diesem Song hier, ja, der Kult ist wie so viele andere von ihr, wissen die meisten natürlich Bescheid. Wir reden von Soul Lady Gloria Gaynor. Sie zählte in den 70er Jahren zu den Garanten für volle Tanzfläche. Da flippten so ziemlich viele aus, bis heute übrigens. Heute feiert sie ihren 80. Geburtstag. Genau, und ihm dürfte wohl die gute Laune so ein bisschen vergangen sein. Es wird nämlich gemunkelt, Al Pacino wurde sitzen gelassen. Unsere Promi-News. Wohl erstmal nicht mehr. Schon als 16-Jährige stand sie hier, Mariam Agisheva, das erste Mal vor der Kamera. Damals wurde sie in Ostberlin entdeckt und das war der Beginn ihrer Karriere. Seit 2015 spielt sie die Chefärztin Professor Karin Patzelt in In aller Freundschaft die jungen Ärzte. Heute starten die 9 Folgen und wir haben das zum Anlass genommen, um uns mit ihr zu treffen.
Und so lange müssen wir eben auf sie verzichten. Ist ja auch wirklich spannend. Die neuen Folgen von In aller Freundschaft, die jungen Ärzte. 18.50 Uhr geht's dann los hier bei uns im ersten Jahr. Und morgen geht's weiter mit Brisant, 17.15 Uhr. Dann freut sich dann Marva hier auf Sie. Ihnen jetzt noch einen ganz wunderbaren Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen. Ciao.